Herzlich willkommen im Herzenwerk-Orakel. Ich bin die Roswitha, ich begrüße euch zu einer neuen Legung. Heute schauen wir mal wieder auf dein Gegenüber, deinen Herzensmenschen in der Liebe, schauen auf deinen Wunschpartner. Ja, wer für dich wichtig ist, bitte denk aber dran. Es ist eine allgemeine Legung und kann daher auch nicht immer stimmig sein. Es kann auch sein, dass manchmal nur Teile passen auf deine Situation. Das musst du selber entscheiden, fühlen. Du kennst deine Situation am besten. Wir schauen mit dem mystischen Tarot von Katrin Welz-Stein zuallererst mal, in welcher Energie befindet er sich denn in Bezug auf dich? Was umgibt ihn gerade? Was ist so das Thema mit dir? Die Acht der Schwerter, da ist ja eine Blockade, vielleicht so Gedankenkreisen, etwas, ja, wo man gefangen ist. Man könnte aber auch einfach ausbrechen, man könnte diese Blockade über ganz leicht überwinden. Also hier sitzt jemand in einem Käfig, der aber nicht versperrt ist. Die Flügel wären schon ausgebreitet, aber irgendwie fühlt man sich hier gefangen, blockiert, die Schwerter, Luftenergie, es können Gedanken sein, dass du, ja, dass er Angst hat, dass er irgendwie, ja, es gibt hier Hemmungen vielleicht. Ja, vielleicht hat er Ängste in Bezug auf dich. Schauen wir mal am Unterdeck der Ritter der Scheiben. Also das ist vielleicht auch jemand, der momentan, es geht wahrscheinlich um Hemmungen, noch nicht auf dich zugehen kann oder sehr lange braucht eben, sich das gut überlegt. Der Ritter der Münzen, das ist eher der Langsame, der auf Stabilität, Sicherheit aus ist. Der macht nichts Unüberlegtes. Das ist jemand, der fleißig ist, der alles, ja, wie gesagt, gut überlegt. Es geht darum, dass etwas, vielleicht diese Verbindung zu dir wertvoll ist und wachsen soll. Und ja, der Ritter der Münzen, der hat auch Ausdauer. Ne? Auf den kann man sich auch verlassen. Irgendwie ist da aber gerade so eine Blockade, ein Hindernis auf seiner Seite, warum er nicht so auf dich zugehen kann. Wir schauen jetzt mal, worum es da geht mit dem Mond nach Glenormand von Patrick Schiller. Oh, es lacht mich gerade an, jetzt fällt das andere runter. Eieiei. Und schauen wir mal, was ist denn die Blockade? Worum geht es da? Worüber macht er sich Gedanken in Bezug auf dich? Ja, da fällt schon die Maus als erstes, dann die Spinne und die Dornenkrone. Okay. Ja, die Maus, das sind irgendwie Ängste. Vielleicht Ängste, sich zu verletzen, dass es kompliziert ist, dass es verstrickt ist mit den Dornen und der Spinne hier. Ja, da spielen vielleicht so die andere Umstände. Er ist ja auch in ein Geflecht von Menschen, einer Gesellschaft verwickelt oder eingebunden. Vielleicht geht es hier darum, dass so sein Umfeld ihn blockiert, dass da Energien sind, die es ihm schwer machen. Das nagt an ihm. Also macht sich doch Gedanken, wie er das lösen könnte. Die Maus, die nagt ja auch an etwas. Die frisst auch Spinnen vielleicht. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber die kann sie auf jeden Fall durchbeißen. Und ja, also er hat gerade echt Gedankenkreisen, ja, zermartert sich das Hirn, vielleicht auch so das Martyrium, zermartert sich echt den Kopf, wie das mit dir gehen soll. Vielleicht beobachtet er dich auch, er guckt sich vielleicht auch die Dinge genauer an. Ja, doch so die Perspektive. Es ist jemand, der wirklich über alles sehr gut nachdenkt. Hat das Zukunftsperspektive mit dir oder nicht? Was muss ich dafür tun? Was könnte auf mich zukommen? Welche Schwierigkeiten? Ja, ich weiß ja nicht, in was dieser Mensch so eingebunden ist.
Wenn du jetzt sagst, ja, das Gefühl habe ich auch, weil deinem Gegenüber, dann könnte es deine Legung sein. Wir schauen jetzt einfach mal, was auf der Gefühlsebene los ist. Was fühlt er denn für dich? Die Katze. So, als erstes kam hier die Katze, dann die Glocke und die Sterne. Die Katze, das ist ja ein sanftes Wesen, ein geschmeidiges Wesen, die ist wendig, die kuschelt gerne, aber nur wenn sie will. Also ist auch so ein Einzelgänger, möglicherweise eigenwillig, eigenbrötlerisch, Spiegelung in den Stern. Also das ist schon sein Wunsch. Er fühlt sich von dir angezogen, hingezogen. Ja, da ist dieses Anschmiegsame und mit der Glocke in der Mitte ist es so irgendwie so ein Weckruf, so ein Einläuten, so jetzt in die Wunscherfüllung zu gehen. Also der hat so das, ich habe so das Gefühl, dass da so eine Not ist, so ein Drängen, jetzt klar die Gefühle oder die Gefühle zu klären. Sich dem hinzugeben, auch mit der Katze, dem eigenen Weg, dem eigenen Wesen, den Wünschen, den Bedürfnissen sich hinzugeben. Und mit der Glocke ist es so irgendwie, als wäre jetzt ist der Aufruf vielleicht mal loszureiten, mal loszugehen, mal aufzustehen aus diesem Gedankenknast hier und die Blockaden. Ja, die anzugehen, sich durchzubeißen, Stück für Stück. Im Unterdeck, ja, der Tunnel oder der Brunnen. Also man, ja, vielleicht so das Licht am Ende des Tunnels oder man ist hier so im dunklen Tunnel und sieht das Licht. Weiß nicht, wie man nach oben kommt, aber es ist hier, man will ans Licht, man will da durch. Man weiß, dass am Ende was Gutes ist. Also wenn man aus diesem Gedankenkarussell, aus dieser Spirale da so rauskommt, dass es dann gut wird. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Was kommt denn von ihm? Was darfst du erwarten? Was macht er? Darf lieber zuerst die Blumen, der Fuchs und die Lilien. Okay. Also es kann tatsächlich sein, dass da kommt eine Einladung, da kommt etwas, da ist jemand vorsichtig, er will nichts Falsches machen, er will nicht vorpreschen, er ist eher so, der sich so langsam vorantastet mit dem Fuchs. Strategie klingt immer so hinterlistig. In Wahrheit, also der Schwanz des Fuchses zeigt ja auch die Lilien, da ist einfach diese große Anziehungskraft. Vielleicht hält es auch einfach langsam nicht mehr aus und ja, was irgendetwas bremst ihn. Wenn es das Umfeld ist, dann wirst du wahrscheinlich wissen, worum es geht. Also es kann doch nicht sein, dass es hier um Familie geht. Es ist hier keine Schlange gefallen, aber es kann trotzdem sein, dass es hier Menschen gibt, die ihm das madig machen mit dir vielleicht, dass die ihm es schwer machen, da auf dich zuzugehen, die einfach viel Zeit in Anspruch nehmen, seine Zeit. Da ist er halt in einer großen Belastung. Also er opfert sich vielleicht auch für andere auf mit dem Dornenkranz hier. Also er gibt viel von sich für andere und hat vielleicht auch deswegen wenig Zeit und trotzdem spürt er, dass es jetzt an der Zeit ist, da mal Nägel mit Köpfen zu machen oder ja, sich auch auf die eigenen Bedürfnisse, nämlich dass so sich auch mal anschmiegen können, anlehnen können, den eigenen Bedürfnissen, den eigenen Wünschen zu folgen. Genau. Ja, und da mit den Blumen kann es sein, dass hier eine Einladung kommt. Vielleicht rechnest du damit gar nicht mehr.
Vielleicht kommt sie verhalten, also vorsichtig mit dem Fuchs in der Mitte, weil vielleicht schon viel Zeit vergangen ist. Das kann, ne, also die Münzenergie ist eben schon eine langsame Karte. Also ja, aber dennoch kommt er nicht drum rum. Da wird sich was tun. Die Anziehung ist einfach so groß, das zieht ihn zu dir hin. Und ja, der nächste Schritt ist einfach, sich zu treffen. Ja, und auch wenn er nicht weiß, ob das was bringt, wie du reagierst, die Wolken am Unterdeck, es ist für ihn ist alles irgendwie unklar. Ja, es geht um eine klare Kommunikation, dass man ja, dass er eben auf dich zugeht, mit dir spricht, sich öffnet, ja, aus dem Rückzug heraus, also da ein Türöffner, so ein Turmöffner. Okay, ja. Das ist doch mal spannend. Da bin ich neugierig, wen von euch das anspricht und freue mich über eure Kommentare, freue mich über Likes, auch über Abos natürlich. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße. Ciao, ciao.